Ich bin wie ein Schwert, das Blut schmecken muss, sobald es gezogen ist. Ich bin eine Waffe. Das ist meine Bestimmung. Ganz einfach. Hinter diesen Zeilen stecken Tränen, Blut und Schweiß. Nein, nicht meins, ich war am Wochenende wieder urlaubsreif. Und in dem Fall macht mir das Hostel-Management einen guten Preis. Mir eilt ein Ruf voraus, bei dem sogar John Wick die Flucht ergreift. Denn ich bin der schwarze Mann, der den schwarzen Mann tötet, der den schwarzen Mann tötet, effizient wie Schlachthöfe und eiskalt kalkulierend wie Ndrangheta Clan-Größen. Wenn ich feier, dann beinahe hänge Partie auf Dachböden. Weitsichtig agieren, niemals Beileid implizieren und indiskutable Fakten nicht mit Gleichnissen verschmieren. Ich zieh Schneisen der Verwüstung hinter mir wie die vier Reiter und bin so on fire, dass Pariser Klimaziele scheitern. Du weißt nicht, wofür ich stehe und was ich will, dann komm, leih mir kurz deine Augen und ich schärf dir mein Profil mit dem Schafett. Einmal quer durch die Pupillen in die Blutgefäße und dann erblickst du das ungefilterte, pure Böse. Unbeschönigt, ich bin eine Kunstfigur wie Art der Clown und grinst dich an mit Luftballons und Bruxismus am Gartenzaun. Ausschau haltend nach der nächsten Puppe für mein Barbiehaus und schnitz mir einen Human Centipede aus deinem Ahnenbaum. Ich nehm dich mit auf einen sicken Trip from dusk till dawn und komm mir bei der Inszenierung wie Polanski vor. Ich bring deine Mental Health an ihre Grenzen wie Marilyn Manson. Nichts an mir ist menschlich, filmische Sequenzen, mein Genre Blood and Gore. Doch ich komm mir bei der Inszenierung wie Polanski vor. Ripper in his prime, ich schwing wieder die Sense und bring dich in Bedrängnis. Nichts an mir ist menschlich. Wer meint, ich hätte meinen Zenit längst überschritten, hat sein Blickfeld wohl im falschen perspektivischen Winkel. Ich justier kurz nach mit deinem goldenen Schnitt und verpasst dir so kompositorisch ein prestigeträchtiges Finish. Du sagst, in meinem Leben sei ich irgendwo falsch abgebogen. Okay, kann sein, sag mir, wo war nochmal deine Wohnung? Ich komm vorbei mit Plastikplane und Handkreissäge und du erwachst in der Badewanne mit Katerschädel, auf Trockeneis gelegt mit Klammernaht und Panzertape und denkst dir nur, fuck, wie bezahl ich jetzt die Langzeitpflege? Sind wir fertig, schicken sie dir wegen von den Hospitälern und dann hörst du mehr Sirenen als auf Odysseen. Ich hinterlass nur Visitenkarten in Knochenfarbe, signiert mit pervertierten Rezitaten der Offenbarung. Ich hab noch ein paar Überraschungen in der Hexerkutte, die dich nicht nur schwer verwundern, sondern auch schwer verbunden. Bei mir erzeugt nichts nennenswerte Wesensänderungen. Dieses Kind ist längst schon skelettiert an der Zisternenpumpe am Grunde des Brunnens. Und auch das war die Konfliktzeug. Heißt summa summarum in den Untertiteln, fickt euch! Ich nehm dich mit auf einen sicken Trip from dusk till dawn und komm mir bei der Inszenierung wie Polanski vor. Ich bring deine Mental Health an ihre Grenzen wie Marilyn Manson. Nichts an mir ist menschlich, filmische Sequenzen, mein Genre Blood and Gore. Doch ich komm mir bei der Inszenierung wie Polanski vor. Ripper in his prime, ich schwing wieder die Sense und bring dich in Bedrängnis. Nichts an mir ist menschlich. Ich nehm dich mit auf einen sicken Trip from dusk till dawn und komm mir bei der Inszenierung wie Polanski vor. Ich bring deine Mental Health an ihre Grenzen wie Marilyn Manson. Nichts an mir ist menschlich, filmische Sequenzen, mein Genre Blood and Gore. Doch ich komm mir bei der Inszenierung wie Polanski vor. Ripper in his prime, ich schwing wieder die Sense und bring dich in Bedrängnis. Nichts an mir ist menschlich. Er wirkt seelenlos, ein Sinnbild der Gefühllosigkeit und der Missachtung aller Werte, für die ein menschliches Wesen steht. So muss die Verlorenheit aussehen, die Gottlosigkeit, die Abwesenheit jeden menschlichen Gefühls und jeder Moral.